Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen spontanen Blister-Opening. Und ja, es ist Mittwoch und ich öffne den 3-Pack-Blister zum neuen Set Kräfte im Einklang. Ich habe ja schon mal einen geöffnet und wer ihn nicht gesehen hat, darf ihn gerne nochmal anschauen. Und ich werde auch nochmal einen dritten öffnen, denn ich habe ja einmal für das Metropolen-Battle eingeholt und halt zwei für meine Sammlung. Die Artworks heute ist Givaldo dran, demnächst, wann genau, kommt auch noch Tenopto. Also seid gespannt. Und ja, wenn es euch heute wieder gefällt, natürlich gerne ein Like da lassen, gerne auch kommentieren. Vielleicht habe ich ja wieder einen coolen Pull und dann öffnen wir den mal. Und ja, ansonsten, was gibt's Neues? Eigentlich nichts Neues, außer dass ich mir gute Pulls wünsche. Genau. Und jetzt wird der geöffnet. Ein bisschen blöd ist es natürlich schon, dass hier alles so, ja, blöd aufgeht, immer diese Blister, aber macht man nix. Genau. Und zwar können wir jetzt mal kurz die Gewaltdruckkarte angucken. Die kennen wir ja schon mit Naturgewalt und Mächtiger Sturm. Die kommt in meine Sammlung. Die andere Karte, die Tenopto, die ich doppelt habe, die verlose ich ja. Das wisst ihr ja, wenn ihr mich regelmäßig guckt. Ansonsten gerne regelmäßig vorbeischauen. Würde mich sehr freuen, sehr unterstützen. Und hier die Trikot-Falo-Coin und eins meiner Lieblingsdrachen-Pokémon. Und dann machen wir natürlich unsere Reihenfolge wie üblich. Mal gucken, ob wir was ziehen. Mashumai und Marshadow als erstes. Dann Glurak Rishi. Rishi Saat und Rishiram. Sorry. Und Gardevoir Felinara. Genau. Ja, weil alle Rishi Saat sagen. Deswegen ein kleiner Versprecher. Aber wir gucken mal, ob wir irgendwas Cooles hier ziehen können. Denn meine Blister waren ja bisher immer regelmäßig gut. Es gab natürlich auch ein paar schlechte auf meinem Kanal, aber meistens immer eigentlich gute. Warum ist das so ein behinderter Booster? Der ist so bescheuert. Hallo. Der ist so eng. Der kommt nicht mal da raus. So, Müll beiseite. Dann Code auch beiseite. Ihr kennt das Spiel ja. Bei einem Pull gibt es den Code. Ansonsten gerne, ja, trotzdem fleißig den Like-Button drücken, wenn es euch gefällt. Ich mache mal hier einen Platz. Und jetzt habe ich alles verschoben. Ja, beim Umgreifen die Kamera berührt. So, eine psychische Energie. Feenschmuck. Elektro unfokussiert. Ein Rockaiman. Ein Georock. Habitak. Pummeluff mit der komischen Kette auf dem Kopf. Krabi. Riulu. Psiao, Reverse Raupie und die Rare ist ein Alola Dictry. Ja, packen wir mal das Raupie an die Seite. Dann, wir können ja nicht immer Glück haben. Vielleicht ist es jetzt ausnahmsweise mein schlechter, aber es ist halt, wie gesagt, ein ziemlich spontanes Video, was jetzt auf die Schnelle gedreht werden muss, weil mein Video, was normalerweise heute kommen sollte, ausgefallen ist. Deswegen verzeiht mir das, wenn es heute ein bisschen schneller, ein bisschen dummer ist und sonst irgendwelche Dummheiten. Aber vielleicht gibt es ja noch einen coolen Pull. Wir haben erstmal eine Feuerenergie. Was natürlich stark ist, weil vielleicht kommt ein guter Pull. Voneira, die Metallkernbarriere, Tentoxa, Goldini, Flampivion, Granovil, Molunk, Smogmog. Eine Rare Reverse Gengar-Karte und Omord GX. Ich glaube, die habe ich sogar schon. Müssen wir mal schauen. Grüße gehen raus an den Hiko, der mag ja Omord. Und weil wir professionell sind heute und ich heute ausnahmsweise mal bei diesem Blister-Opening länger brauche als sonst, habe ich sogar eine schöne Tüte, damit das direkt eingetütet wird. Genau. So, und ja, ihr wisst es, Codezeit, gönnt euch einmal Sonne- und Mondkräfte im Einklang. Und wenn ihr was Gutes gezogen habt, dann lasst es mich auch gerne in den Kommentaren wissen. Würde mich sehr freuen. Und jetzt Last Pack Magic nochmal. Ja, mit einer GX ist man immer zufrieden im Blister. Deswegen gucken wir mal, ob mein Top-Artwork aus diesem Set bisher, was mich halt bisher nicht enttäuscht hat, nochmal hier liefert jetzt. Wir schauen es uns mal an.
Und wir schieben vier Karten nach vorne. Und dann würde ich mal behaupten, fangen wir mit einer Unlichtenergie an. Ein Georock. Fokus bitte. Fokus. Danke. Capoeira. Plaudergei. Rettern. Traumato. Pikachu mit der MSN. Ein Mambula. Ein Nebulak. Ein Porygon 2 in Reverse und eine Smogmog-Karte. Okay, schade. Aber immerhin ein Hit. Und ja, das war das kleine spontane Opening. Wie gesagt, hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann auch im nächsten Opening wieder. Bis dahin und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.